Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Martin Luther. Wichtig ist, dass man seine Stimme erhebt, wenn es drauf ankommt. Christian Führer. Mir fällt natürlich bei Christian Führer immer ein. Christian war 1989/90 und in den Jahren darauf war er auch eine Marke. Dieser Bürstenschnitt, seine Jeansweste und ein Köfferchen, auf dem die Buttons, so die mit Umwelt und Freiheit und Frieden und Kindern und Singen und Tauben, aber vor allem eben dies hier. Schwerter zu Pflugscharen, der Erinnerung an die prophetische Botschaft, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Er konnte klar sein, ohne scharf zu werden. Und er war auf eine ganz eigene Weise ein ganz frommer Mann. Und fromm hieß für ihn ganz und gar der Welt zugewandt und ganz und gar bei Jesus sein. Beides zusammen. Und er wusste, Menschen mit einer großen Schlichtheit anzusprechen. Und Schlichtheit war Tiefe. Die Leute hatten das Gefühl, da ist einer, der weiß, was richtig ist. Der weiß, was gerecht ist. Der hat ein glaubwürdiges Mitempfinden, auch mit denen, die es schwer haben. Er hat klar gesagt, was er denkt, aber er war nie manipulativ. Aber das hatte immer auch damit zu tun, dass er die Botschaft des Neuen Testaments wirklich in sich trug. Und die Begabung hatte sie, anderen weiterzusagen. Er war eigentlich ein Mensch ohne Angst. Er hatte keine Angst, die ihn dazu geführt hätte, sich zurückzuziehen und sagen, oh, das wird jetzt zu gefährlich. Nein, was nötig ist, das musste sein. Wer von uns hätte denn am 9. Oktober, als die Stasi-Kohorten die Kirche besetzten, diese innere Größe und Freiheit gehabt, die zu begrüßen? Und dem also lachend klarzumachen, wir wissen, wer ihr seid und dass ihr hier sonst nie in die Kirche kommt. Und denen dann zu sagen, naja, ist doch nicht schlecht, wenn die nun mal was vom Evangelium zu hören kriegen. Ich begrüße Sie herzlich. Sicherlich haben Sie draußen gelesen, dass die Nikolaikirche für alle offen steht. Mich wundert nur, dass Sie schon so früh da sind, denn das arbeitende Proletariat kann ja erst nach 16 Uhr kommen. Er ist das Gesicht der friedlichen Revolution, das wird er auch bleiben. Und das zusammen mit Michail Gorbatschow. Ohne Gorbatschow hätten sie uns aus den Kirchen rausgeprügelt und in die Lager gebracht. Er hat zusammen mit Michail Gorbatschow den Friedenspreis der Stadt Augsburg bekommen. Das ist, glaube ich, das Beste und Größte gewesen, zu zeigen, hier der kleine Pfarrer an einer Kirche in Leipzig und dort der große Kremlherr. Die Marke Christian Führer war dann deutschlandweit bekannt und die anderen kaum. Und das ist ungerecht, so richtig. Aber das hat man ihm dann irgendwie auch zum Vorwurf gemacht. Er würde sich in den Mittelpunkt stellen und immer im Mittelpunkt sein wollen. Das stimmt nicht. Er ist ein sehr bescheidener und, wenn man auch so will, demütiger Mensch gewesen. Aber einer mit klarem Blick. Die soziale Frage, oder sagen wir die Fragen der Gerechtigkeit und der Freiheit, der Selbstständigkeit, der Selbstbehauptung, des Selbstbewusstseins, steht einzelnen Stärken und gleichzeitig ihm sagen, komm, wir sind auch verantwortlich für das, was aus unserer Gesellschaft wird. Das hat er in der DDR-Zeit getan und danach dann auch. ...2008 aus diesem Dienst zu gehen, war nicht leicht. Also man darf das offensichtlich nicht zeigen, aber das ist so natürlich. Also das ist kein Beruf gewesen, das ist ein Lebenskonzept für ihn gewesen. Nikolaikirche offen für alle, aber da drinnen geht es verbindlich zu und nicht ist für alles offen, ist alles beliebig. Die Nikolaikirche wird eine Kirche Christian Führers bleiben. Die anderen machen ihre Sache auch gut. Bloß Christian war in gewisser Weise doch einmalig.
Ja, wirklich einmalig. Jeder Mensch ist einmalig, aber er war noch einmaliger.